Lassen Sie sich nicht durch meine Mütze irritieren. Ich bin auf jeden Fall nicht Teil des Teams, aber ich sympathisiere. Hier geht's jetzt gleich los. German Open, und hier spielen jetzt gerade die Luxemburger gegen eine italienische Mannschaft. Wird sich jetzt natürlich jemand fragen, da stimmt doch irgendwas nicht. Ja, das ist vollkommen in Ordnung. Die German Open sind mehr oder weniger die inoffiziellen europäischen Meisterschaften. Nicht jedes Land ist so stark besetzt mit Mannschaften der Liga wie die deutsche. Wir stellen hier 5 Mannschaften aus Deutschland und 4 ausländische Mannschaften. Hier jetzt die 2 aus Luxemburg und Italien, und dann sind noch eine Mannschaft aus Schweiz und eine Mannschaft aus einem europäischen Land. Oh, ich komme immer durcheinander. Ja, es ist noch mehr Mannschaften. Ja, ist gut. Auf jeden Fall, es geht jetzt hier schon los. Die Mannschaften stellen sich schon auf. Auf der linken Seite die Mannschaft in Rot aus Italien. Die Mannschaften haben zu Beginn 45 Sekunden Zeit, sich auf dem Spielfeld zu positionieren, in der sogenannten Ready-Phase. Das ganze Spiel läuft vollkommen autonom ab. Die Trainer, die sich hier links und rechts von mir positioniert haben, können die Roboter noch aufs Feld stellen, an die Seitenlinie, aber danach dürfen sie nicht mehr eingreifen. Diese ersten 45 Sekunden sind sehr wichtig, weil je nachdem, wenn es die Spieler von alleine schaffen, an die richtigen Positionen zu laufen, kommen sie definitiv in bessere Positionen. Da werden wir sicher später nochmal dazu kommen, dann kann ich da nochmal was zu sagen. Jetzt ist der Ball mittlerweile mitten im Spiel. Die Roten, die Roboter mit den roten Köpfen, die sind genau baugleich zu den anderen mit den grauen Köpfen. Hat ein bisschen was im Detail zu tun. Da ist schon ein Schuss, leider an den Pfosten. Pushing Red 5. Jetzt ein kleines Kuddelmuddel. Wird jetzt rausgestellt, weil ein Spieler von der italienischen Mannschaft einen Luxemburger gedrückt hat. Das ist verboten, wenn es nicht um den Ball geht. Jetzt eine super, wunderbare Situation. Der Spieler vor dem Tor, da kann schießen, und er wird schießen, und er macht das 1:0. Sehr schön, sehr schön. Jetzt kommen wir wieder in die Situation. Jetzt haben die Spieler wieder Zeit, in ihre eigenen Hälften zu laufen. Natürlich auch Spielerinnen. Ja. Sind ja auch Mädels dabei. Haben jetzt auch wieder 45 Sekunden Zeit. Wir sind hier in den Finalspielen. Das geht jetzt nicht von der Spielzeit ab. Deshalb ist die Uhr angehalten. Und die Spieler haben jetzt wieder Zeit, in ihre eigenen Hälften zu laufen. Und man sieht jetzt, dass man deutlich besser positioniert sein kann, wenn man es schafft. Die Mannschaft von den Luxemburgern haben sich direkt am Anschlusskreis positioniert. Die Italiener suchen noch ihre Position, wenn sie den Blick hier vorne auf den Monitor, der hier hängt, nochmal richten. Da ist das sogenannte Weltmodell der Roboter, also ihr Glaube, wo sie sich denn auf dem Spielfeld befinden. Da sieht man das immer ganz schön, und es ist auch sehr, sehr wichtig und auch eine sehr, sehr komplizierte Aufgabe, weil, wie Ihnen sicher aufgefallen ist, ist das Spielfeld komplett symmetrisch aufgebaut, die Tore sind weiß, alle Linien gibt es mindestens zweimal auf dem Feld, und der Roboter selber kann sich eigentlich ausschließlich durch die Kamera lokalisieren. 2 Stück hat der Nao-Roboter, der da Fußball spielt, nicht in den Augen, wie man vielleicht denken könnte, sondern eine zwischen den Augen und eine im Mund. Und der Ausschnitt ist sehr, sehr klein, und die Sicht ist sehr beschränkt. Jetzt mal ein Schuss aus der Distanz, und der geht rein, ein 2:0. Sehr schön, das geht jetzt aber schnell hier. Ah, okay. Der Game Controller ist fälschlicherweise falsch eingestellt worden, deshalb läuft die Zeit jetzt doch runter. Das gibt es nachher nochmal als kleines Bonbon obendrauf. Das macht dann der Schiri hier. Stehen 4 Schiedsrichter, menschliche Schiedsrichter, noch auf dem Feld. Das ist so. Oh, jetzt gibt es gerade einen Timeout. Jede Mannschaft kann pro Spiel einen Timeout nehmen. 5 Minuten gibt es jetzt nochmal Zeit für die Trainer, letzte Änderungen zu machen. 5 Minuten, die auch nicht auf die Zeit aufgerechnet werden. Und jetzt können feine Details nochmal geklärt werden. Es geht jetzt sehr hektisch hier meistens zu. Ich habe jetzt auch gerade nicht gesehen, wer den Timeout genommen hat. Ja, SBQA.
Die italienische Mannschaft hat einen Timeout genommen. Scheinbar ist was nicht in Ordnung. Jetzt haben sie die Möglichkeit, nochmal letzte Änderungen zu machen. 5 Minuten hört sich viel an. Also im Football kennt man das ja auch. Timeouts, da geht dann die Mannschaft zusammen, da wird mal was gebrüllt und dann weiß jeder, was zu tun ist. Hier ist es leider ein bisschen komplizierter. Deshalb jetzt müssen die Computer angeschaltet werden, mit dem Netzwerk verbunden werden, die Roboter werden, wird neue Software aufgespielt, Parameter geändert. Sehr, sehr kompliziert. Kann auch oft dazu führen, dass man jetzt eher Sachen nochmal verschlechtert, weil eben in der Hektik auch viele Sachen vergessen werden. In der Zeit kann ich kurz was noch zur Liga erzählen. Wir spielen hier in der SPL, in der Standard-Plattform-Liga. In dieser Liga sind die Roboter alle gleich. Habe ich ja vorhin erzählt, auch wenn jetzt hier die Luxemburger Mannschaft blaue und rote und orangene Köpfe und sogenannte Bodyparts hat. Das liegt daran, dass die Firma, die diese Roboter herstellt, das ist eine französische Firma, Aldebaran Robotics, die stellt diese Roboter zur Verfügung. Ist ein reines Consumer-Produkt, können Sie sich auch kaufen, wenn Sie Interesse haben und zu viel Geld. Kostet ungefähr 5.000 Euro ein Roboter. Und das sind die Farben, die man so eben kaufen kann. Wir haben eine Version, die grauen Roboter in der RoboCup-Liga, die wir ein bisschen vergünstigter bekommen. Und deshalb hat die eine andere Farbe. Dafür muss man aber auch qualifiziert sein für die internationalen Wettbewerbe, was nicht sehr einfach ist. Also dafür muss man schon einiges tun. Und nur dann kann man die Roboter ein bisschen billiger kaufen. Soweit sind die Luxemburger noch nicht. Die sind noch relativ neu dabei, aber wie man sieht, doch schon sehr weit. Und es liegt unter anderem daran, dass man in dieser Standard-Plattform-Liga sich zum Ziel gemacht hat, eben nur die Software zu verbessern. Deshalb hat man eben eine standardisierte Plattform. Und hier will man eben sich ausschließlich auf die Software konzentrieren. Das fällt neben unserem. Da spielt eine andere Liga aus dem RoboCup, wo man eben auch die Roboter selber bauen muss, was ungleich komplizierter ist und auch voraussetzt, dass man im Team eben Leute hat, die auch eine Maschinenbauerausbildung oder eben auch Elektrotechniker, die sich eben mit der Hardware auskennen. Und ich kann das von unserer Universität aus Frankfurt sagen, wir haben bei uns nur Informatiker, deshalb können wir das nicht leisten und da ist diese Liga natürlich ideal. Hier geht es nur um die Software und die auch jedes Mal veröffentlicht wird. Also der Weltmeister aus dem letzten Jahr veröffentlicht auch seine Software, die man dann nehmen kann und installieren kann. Und man muss natürlich noch sehr viele Sachen anpassen. Also es ist dann nicht so, dass dann automatisch ein Jahr später die Software vom Weltmeister gegeneinander spielt, sondern da muss man schon viel anpassen. Aber das haben die Luxemburger sehr gut hingekriegt. Läuft sehr gut bei ihnen. Und deshalb haben wir auch so sehr spannende Spiele, auch mit Mannschaften, die vielleicht noch nicht so lange dabei sind. Das große Ziel der RoboCup-Liga ist ja auch in absehbarer Zeit, 2050, das ist noch ein bisschen hin, aber auch nicht so weit, mal gegen den amtierenden Weltmeister im Fußball zu gewinnen. Und da sind wir jetzt zwar noch ein bisschen weit von weg, allein die Größe und die Geschwindigkeit, die hier passiert, ist natürlich ungleich dem, was man aus der Fußball-Bundesliga kennt oder von der Champions League. Aber man muss schon mal sagen, dafür, dass die Roboter das vollständig autonom machen und mit den Möglichkeiten, also der Größe und der Geschwindigkeit, läuft das schon sehr gut ab. Also wir werden später noch andere Spiele haben, die Finalspiele aus der ersten Liga, wo man dann auch noch ein bisschen mehr Taktik und ein bisschen mehr vom Verhalten geprägte Spiele sehen wird, mit Passspielen und doch komplexerem Verhalten. Aber auch hier sieht man schon, dass das Niveau sehr hoch ist. Und jetzt haben sich die Roboter wieder aufgestellt, das Timeout ist gleich vorbei, noch 10 Sekunden. Dann fängt wieder sozusagen alles von vorne an, die Roboter können sich dann wieder auf dem Spielfeld orientieren, haben dafür wieder 45 Sekunden Zeit. Und wie gesagt, die 4 Schiedsrichter, die hier auf dem Feld sind, die haben alles schön im Blick und auch einen Schiedsrichter nicht, oder eine Schiedsrichterin nicht zu vergessen, hier vorne am Schiedsrichterpult, am Computer sozusagen, die einzige Schnittstelle zu den Robotern, die Verbindung, die den Spielern mitteilt, wann sie eben ein Tor geschossen haben, wann sie einen Foul begangen haben und jetzt erstmal warten müssen und auch mitteilt, wann diese einzelnen Phasen vorbei sind. Das ist die einzige Schnittstelle zu den Robotern, ansonsten handeln diese Roboter vollständig autonom, ohne Eingriff von außen.
Was wir jetzt gleich sehen werden, das Spiel wird auch wie im echten Fußball angepfiffen, wenn der Ball denn mal da liegt. Und die Roboter reagieren auch darauf und erkennen diesen Pfiff. Und fangen dann sofort an. Nach 10 Sekunden wird auch etwas verspätet das Signal dann auch über den Schiedsrichter weitergereicht. Und damit auch Mannschaften, die diesen Pfiff nicht erkennen, was natürlich mit steigendem Rang oder mit Verlauf des Turniers immer komplizierter wird, weil jetzt hier auch sehr viele Zuschauer da sind. Und dann wird es hier drinnen natürlich auch viel, viel lauter. Und deshalb kann dieser Pfiff auch mal überhört werden. Aber damit die Spieler auch am Spiel teilnehmen können, wird das etwas später gemacht. Jetzt haben wir hier eine schöne Rudelbildung im Mittelkreis. Aber die italienische Mannschaft setzt sich sehr gut durch. Und die Nummer 4 hat sich aber anscheinend irgendwie etwas falsch entschieden, wo sie denn jetzt steht. Jetzt könnte man hier auf dem Computer, den ich leider nicht sehe, mal gucken, wo er dann denkt, wo er steht. Wahrscheinlich am Mittelkreis ist diese Entscheidung, ob ich jetzt in der eigenen Hälfte oder in der gegnerischen Hälfte stehe, leider sehr, sehr kompliziert. Und da kommt es schon mal vor, dass Spieler sich auf die falsche Seite orientieren und dann anfangen, ein Eigentor zu schießen. Aber jetzt ist ein Roboter, hat sich mal gedacht, ich nehme lieber mal nicht mehr am Spiel teil. Der wird jetzt rausgenommen, darf aber dann, wenn er wieder angeht, auch wieder am Spiel teilnehmen. Dafür sind die Trainer da, da wird jetzt schnell noch was geändert. Ansonsten ist die Bildung jetzt gerade im Mittelkreis sehr kompakt. Die Luxemburger Mannschaft denkt sich eher, ich halte mich da mal raus und warte, was da passiert. Und die Nummer 2 von den Italienern hat sich jetzt doch dazu entschieden, eher auf die andere Seite zu spielen. Sehr, sehr schön. Dribbelt den Ball im Mittelkreis. Aber schon ist ein Luxemburger wieder da. Versucht den Ball wegzunehmen. Sind noch sehr verhalten. Hatten wir in anderen Spielen schon, dass sie dann gegeneinander gelaufen sind. Hier halten sie doch gebührend Abstand und will nicht so wirklich jemand an den Ball ran. Aber jetzt wäre mal die Situation, den Ball zu klären. Gerade 3 Spieler von der italienischen Mannschaft, die sich wahrscheinlich eher gegenseitig blockieren als helfen. Und jetzt fällt der erste auch schon um. Wenn es aber um den Ball geht, dann gibt es die sogenannte Pushing-Regel nicht. Dann ist das vollkommen in Ordnung. Anders passiert es, wenn 2 Spieler ineinander rennen und der Ball nicht in der Nähe ist, dann ist es Pushing und dann müssen die Leute vom Feld. Und da gibt es dann auch sowas wie eine rote Karte. Wenn dieses Pushing zu oft vorkommt bei einem Spieler, dann darf er nicht mehr am Spiel teilnehmen, ist aber jetzt dieses Jahr auch schon wesentlich besser geworden und nicht mehr angekommen. Jetzt hat sich hier der Spieler aus Luxemburg freigelaufen und der Torwart hält. Nutzt die Situation auch und läuft zum Ball. Eventuell will er den Ball gleich klären und lieber weg vom Tor schießen. Jetzt ausgerichtet und jetzt wird er treten. Sehr schön, den Ball weggeschossen. Erstmal die Situation bereinigt. Spieler Nummer 4 ist doch wieder fit gespritzt worden und hat jetzt doch wieder Interesse am Spiel teilzunehmen. Läuft langsam wieder ein. Und ein Luxemburger Spieler hat direkt wieder erkannt, wo der Ball liegt. Was auch eine sehr große Herausforderung ist. Jetzt wieder Schuss und will wieder schießen, aber der geht ins Aus. Leider vorbei. Der Ball hat sich im letzten Jahr auch geändert, ist jetzt auch nicht mehr farbkodiert, sondern auch schwarz und weiß, was sehr, sehr schwer ist, den Ball zu erkennen. Aber auch dieses Jahr haben das viele Mannschaften wieder sehr gut gelöst, wird doch souverän gelöst. Vor Jahren war das noch ein bisschen anders, als der Ball noch orange war und die Liga sehr auf Farbe eingeschossen war. Und man das öfter beobachten konnte, dass bei so Spielen, man sieht hier ja doch viele Zuschauer, die nah am Spielfeld sind. Und da gab es mal ein Jahr in der RoboCup hier Geschichte, wo ein Sponsor Orangensaftflaschen verschenkt hat und die Kinder, die in der ersten Reihe gesessen haben, dann einen wunderbaren Ball da dargestellt haben und dann sind die Roboter reihenweise aus dem Feld gelaufen. Das gibt es jetzt nicht mehr. Die Entwicklung der Algorithmen wird immer komplizierter und anspruchsvoller und auch robuster. Und man sieht jetzt hier schon, dass das Spiel sich sehr gut drauf konzentriert. Jetzt hat mal ein Italiener den Ball ordentlich weggenommen, aber leider beide umgefallen. Der Luxemburger Spieler, jetzt steht er mit dem Fuß auf dem Ball. Jetzt gibt es wieder schönes Roboterkegeln, alle fallen um, das ist sehr schön, das kommt sehr oft vor. Das wird jetzt natürlich immer besser, aber vielleicht schaffen es die Roboter auch noch. Mit
andauernder Spieldauer wird es immer schwerer für die Roboter, sich auch aufrechtzuerhalten, weil man sieht ja, die Roboter laufen auf zwei Beinen, ist schon sehr, sehr anspruchsvoll. Der Roboter wiegt ungefähr 5 Kilogramm und hat 2 Motoren unten in den Gelenken, in den Füßen, die das gesamte Gewicht halten. Und die werden natürlich auch warm. Die Roboter laufen die ganze Zeit hier rum. Und da wird das immer schwerer, wenn das Spiel länger dauert, einen guten Lauf hinzumachen. Man sieht das jetzt hier auch bei der Nummer 2, da sind die Motoren anscheinend schon so warm. Und da kommt das immer öfter vor, dass die Roboter einfach umfallen. Und gerade auch bei dem Schussversuch ist es auch sehr anspruchsvoll, weil da das gesamte Gewicht auf einem Bein lagert. Und, aber das auch bekommen die Teams sehr gut hin. Jetzt mal die italienische Mannschaft in einer guten Schussposition, könnte sich jetzt ausrichten. Der Torwart entscheidet sich lieber mal, der Luxemburger Mannschaft, sich doch wieder auszurichten, steht jetzt wieder im Tor. Und jetzt könnte hier eine spannende Situation entstehen. Aber jetzt dauert das alles ein bisschen zu lange. Die Luxemburger Mannschaft richtet sich geschickt aus, verwirrt den Gegner eher durch konfuses Herumlaufen im Strafraum, macht die Räume dicht und die Nummer 2 aus Italien versucht hier eher sich um alle vorbei auszudribbeln. Der Lionel Messi schafft es vielleicht jetzt in eine Schussposition zu kommen, aber jetzt hat er es vertan, jetzt ist er umgefallen, jetzt ist die Chance für die Luxemburger da, die Situation zu klären. Sekunden sind noch Zeit. Jetzt könnte es schon mal spannend werden. Die italienische Mannschaft hat jetzt doch wieder angefangen zu dribbeln, aber rennt sich wieder fest, sollte mal wahrscheinlich etwas mehr in den Schuss investieren. Eventuell kann man hier in der Halbzeit noch mal Kleinigkeiten ändern. Und jetzt wäre auch mal eine gute Situation, um den Ball mal aus dem Strafraum zu befördern mit einem guten Schuss. Der Torwart nimmt sich jetzt auch mal der Situation an. Fängt aber auch lieber an, im Strafraum zu dribbeln. Aber jetzt eine gute Chance zum Kick. Oh, gut geblockt von der Nummer 2. Doch lieber mal kurz einen Powernap machen. Die Roboter haben auch noch viel mehr andere Motoren drin, ungefähr 25 Stück, die dafür sorgen, dass der Roboter das Gleichgewicht hält. Auch verschiedene Sensoren, die man aus dem Handy kennt, wie Gyroskope oder Accelerometer-Sensoren sind auch vorhanden, die dafür sorgen, dass der Roboter das Gleichgewicht hält. Jetzt ein wunderschöner Pass nach vorne, die Nummer 4 fängt auch schon an. Hat sich leider in die falsche Richtung gedreht, aber jetzt findet er den Ball. Das sieht sehr gut aus. Richtet sich aus und hätte jetzt die Chance. Die italienische Abwehrmannschaft trinkt noch ein Käffchen, aber jetzt ist die Situation gelöst. Halbzeit ist vorbei. Sorry. Ah, okay. In der zweiten Liga wird nur mit einer Halbzeit gespielt. Das heißt, das Spiel ist vorbei. Die Italiener sind geschlagen. Todtraurig, aber die Luxemburger Mannschaft hat das sehr, sehr gut gemacht. Die sind alle sehr stolz. Sehr gut gemacht. Also, das Spiel ist vorbei. Wir werden das kleine Finale als nächstes haben hier um 13.30 Uhr, soweit ich weiß, mit den Mannschaften aus Berlin und Dortmund. Yeah.